Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise einer neuen Challenge, einer neuen Ramses Kitchen Challenge, denn ich habe mir gedacht, nach dem letzten Mal, das war ein heftiger Fail, musst du das einfach nochmal machen, wer das nicht weiß. Ich gucke in letzter Zeit gerne mal Matt Stoney, ja, dieser Wettbewerbsesser, und inspiriert von Matt Stoney habe ich mir gedacht, es wäre eine gute Idee, diese Cup-Noodles zu essen, aber halt nicht eine Sorte, sondern alle Sorten gleichzeitig in einer Schüssel drin. Das war so ein Boddig. Ich habe es natürlich nicht geschafft. Mir war so schlecht. Ich wäre fast gestorben. Aber wollte Ramses Kitchen, das Tasting und eine Challenge vereinen. Schande über mein Haupt. Wenn wir schon die Matt Stoney Edition hatten, wo wir versucht haben, extrem viel zu essen und sind gescheitert, wollen wir auch die Badlands Chucks Challenge machen oder Edition Badlands Chucks. Wer kennt das? Don't touch that mouse, ne? Don't touch the mouse. Enough talk. Zack. Das sind so coole Sprüche. Ich feiere den auch dermaßen. Badlands Chucks ist auf jeden Fall einer. Yeah. Wow. Und der atmet immer. Der ist wie ein. Er ist. Das ist. Musst du gesehen haben. Badlands Chucks. Der schluckt immer und trinkt haufenweise. Letztens hat er einen Stiefel mit 2 Liter Wasser getrunken und noch einen und noch einen. Der hat versucht, 6 Liter von diesem Liquid Death Wasser zu trinken. Habe ich mir gedacht, mit Stoney Edition war fail, war gescheitert. Probieren wir jetzt mal die Badlands Chucks Edition. Wird sicherlich auch fail und scheitern. Dafür habe ich mir hier Eistee besorgt. Und zwar habe ich den gefunden im Rewe. Das sind lauter heftige Sorten. Ihr habt hier Hibiskus, Lavendel, Ingwer, Kräuter, Kakaoschale, Rooibos, marokkanische Minze, Indian Chai, Kräuter, Hanf, der war so gut wie ausverkauft, ihr Schweine, Zitronen, Myrte? Hä? Myrte? Afrikanische Zitrone. Und so habe ich mir gedacht, wir werden jetzt die Badlands Chucks Edition machen. Wir machen auf, nehmen einen ganz kleinen Nip, um zu probieren, wie das schmeckt, für den Ramses Kitchen Aspekt. Und dann packen wir uns hier den Maßkrug her und füllen das einmal auf. Ich habe das jetzt aber nachgerechnet. Das sind 8 Packungen zu je 0,33 Liter. Das wären also 2,64 Liter. Er hat 6 Liter Wasser getrunken. Das sind nicht mal 3 Liter, aber ihr wisst, ein Maßkrug ist im Prinzip 1 Liter, wenn ihr euch jetzt vorstellt, 3 davon zu trinken nacheinander, das ist auch schon heftig. Ich muss gucken, wie ich das mache, ich werde das auffüllen, ein trinken, noch ein trinken, noch ein, ich versuche die leer zu machen, mal gucken, wie weit ich komme. Trotzdem, fürs Thumbnail möchte ich das gerne aber mal hier halten, damit man das mal sieht, dass ich die alle zusammen trinken möchte. So, jetzt kommen die wieder weg und wir füllen die dann einfach ein. Ja, keine Ahnung, wir probieren mal Hibiskus, Hibiskus, Lavendel. Machen wir mal auf, nehmen klein. Ach, das ist alles überall zu, noch mit diesem Plastikscheiß dran. Wir probieren mal Hibiskus, Lavendel. Hier das erst alles aufmachen sollen. Ja, schmeckt halt nicht nach Eistee, sondern schmeckt halt nach richtigen Tee. Ihr seht auch hier, ihr habt da jetzt komplett rot Tee drin. Das gibt also dann richtig ekliges Gemisch. Adi, kletter jetzt hier nicht rum. Du wirfst alles um. Jetzt haben wir Ingwer-Kräuter, einen für den Ramses und einen für den Napf. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche von jedem, deswegen muss ich immer nur ein Schwätzerle reinmachen. Ich habe gedacht, das ist wirklich im Prinzip Eistee. Man kann das gut trinken, das ist jetzt alles richtiger Tee. Dafür ist es bestimmt gesund, aber es schmeckt halt nicht so. Also irgendwie hätte ich überall jetzt schon Zucker dran gemacht. Dann haben wir Kakaoschale Rooibos. Da
okay, packen wir mal rein. Schmeckt auf jeden Fall alles muffig. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich den Tee nie wieder kaufen werde. Ich habe gedacht, okay, sowas machst du nichts falsch. So kleine Probierpacks sind auf jeden Fall richtig genial. Aber ich bin kein Teetrinker. Ich werde auch jetzt kein Teetrinker mehr. Marokkanische Minze. Oh, der geht eigentlich. Der schmeckt ein bisschen wie ja, Pfefferminz halt, ne? Ist ja auch Minze. Marokkanische Minze, pfeffrige Minze. Jetzt haben wir hier Indian Chai. Ey, der schmeckt nach Zimt. Hat eine Zimtnote. Also, der ist eigentlich richtig cool. Muss ich dazu sagen. Jetzt hier das Ding hier in den Bipfel. Ich glaube, der Adi hat den Bipfel geklaut. Deswegen finde ich keinen Bipfel mehr. Dann haben wir Kräuterhanf. Obwohl, der geht auch. Der schmeckt eigentlich auch wie normaler Tee, den man sonst überall trinkt. Deswegen kaufen den auch immer alle. Schalala. Dann aber noch Zitrone Myrte, wenn ihr das kennt. Okay, das ist wieder räudig. Hauen wir also wieder weg. Dann haben wir afrikanische Zitrone. Machen wir den auch noch auf. Also theoretisch, wir haben ja dann ein Mischmasch aus allen Tees zusammen. Das auf Ex zu trinken aus einem Maßkrug ist ja schon mal eine feine Sache. Afrikanische Zitrone. Alles komplett trinken und leer machen werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Also alle Packungen, vielleicht reicht auch einfach ein Maßkrug. Guckt doch mal, wie es hier aussieht. Jetzt stehen die ganzen offenen Müllkübel hier. Hier sind die ganzen Dinger. Wenn meine Mutter zu Besuch kommt, die freut sich bestimmt auch über einen Tee. So sieht er schon aus. Wir müssen jetzt nochmal überall ein bisschen nachschütten, dass das auch ja voll wird. Ja. Irgendwie fühlt es sich an, als wenn der Krug voll wäre, dass die Tees dann auch schon fast leer sind. Es wirkt nicht so, als würden wir fast 3 Gläser voll kriegen davon. Keine Ahnung, was das ist. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen dicken, fetten Maßkrug voll. Eimer steht auch schon hier. Wir hätten es direkt in den Eimer füllen sollen und dann Eimer saufen. Das wäre auf jeden Fall lustig gewesen. Adi sucht irgendwas in einem Kühlschrank oder im Gefrierschrank. Adi, was hast du denn da schon wieder? Hä? Ein toter Vogel! Oh mein Gott! Adi, der Vogel! Hä? Guckt euch das an. Einfach ein Vogel. Hier, bitteschön. Nimm halt mit. So. Haben wir an Adi seinen Vogel wiedergefunden? Ne? Ich habe schon immer gewusst, er hat einen Vogel. Er hat eine Meise. So. Ich würde sagen, Challenge. Start mit ein Maßkrug Teegesöff aus allen. Dann nippen wir auch kurz. Schmeckt das gesund. Richtig genial. Enough talk. And don't touch the mouse, ne? Wir müssen es ritualmäßig machen wie Badlands Chucks. Obwohl, der rülpst dann immer, weil der trinkt ja immer alles mit Kohlensäure. Wir probieren das jetzt einfach mal hier. Ein Maßkrug voller Tee. Zum Glück ist das Fenster auf und die Leute denken hier, hat jemand Spaß mit sich selber?
oder rappt gerade Adlibs ein. Also der Basecook ist auf jeden Fall leer. Wir füllen mal hier den Rest noch ein, um zu gucken, wie viel das noch wäre. Die restlichen Tees vereinen, ja. Okay, hier, da war noch eine Menge drin im Ingwerkräuter. Der war noch fast voll, Bruder. Jetzt die nächsten, immer zwei Sorten mit einmal. Ich glaube, wir können eher ein auf Badlands Chucks machen als auf Madstoney, oder? Ich habe jetzt nur noch zwei, ich habe noch Minze und Chai. Trink mal kurz Minze noch leer. Na gut, irgendwie habe ich mir alles jetzt einfach nur ins Gesicht gekippt, anstatt zu trinken. Chai. Ihr seht, Chai ist auch leer. Oh. 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 Ja, wir würden sagen, wenn wir schon kein Madstoney sind, wir probieren jetzt den zweiten Maßkrug auch noch zu trinken. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Es ist alles leer, was hier steht. Alles wurde gechuckt, Alter. Alles gechuckt. Alter, mir ist so schlecht. Einfach nur, ja, Meier, hier müssen wir wieder mal am Ganzen hier. Aber egal, enough talk, ne? Don't shut the Maus. Und dann, mein Freund der Eimer. Talk. Also der zweite Maßkrug ist auch leer. Hat auf jeden Fall gut gepasst. Man ist beim Trinken einfach nur immer langsamer geworden. Immer langsamer, immer langsamer. Am Schluss war es wirklich schwer, überhaupt noch zu schlucken und zu trinken. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Madstoney, riesen Respekt geht raus an den seinen Magen, an seinen. Das muss eine Gabe sein. Das kann nicht jeder machen, wie ihr seht. Riesen Respekt auch an Badlands Chucks. Was der weghaut, was der schluckt, oh mein Gott, geht alle zum Supertalent. Ich habe zwei Maßkrüge geschafft. 2,64 Liter. Jetzt ist ungefähr, wenn ihr das so guckt, ist jetzt ungefähr ein Liter wieder rausgekommen. Irgendwie habe ich hier gerade die ganze Wand voll gekotzt, weil alles hier rüber gespritzt ist. Oh! Aber es hat sich gut angefühlt, muss ich dazu sagen. So, bitte nicht zu Hause nachmachen. Die Tees sind auf jeden Fall alle leer. Das ist hier Welcome to Jackass, ne? Die Tees sind auf jeden Fall alle leer. Das haben wir geschafft, ne? Ziel ist erreicht. Und
Mir geht's auch wieder gut, mir geht's blendend. Nach den Nudeln, ich hatte den ganzen Tag solche Schmerzen und Probleme, also. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. 2,64 Liter Tee. Don't touch the mouse, dead mouse, die da, ne? Und einen Vogel haben wir gefunden, also alles perfekt, wunderbar. Ich gehe mich jetzt vergraben, das war's von meiner Seite aus. Habt ihr trotzdem auch schon mal den Tee gesehen? Wie gesagt, den gibt's in großen Packungen, den gibt's in kleinen Packungen, so zum Probierpreis. Ihr müsst ja nicht alle mit einmal probieren. Trotzdem, Kräuterhanf-Teegetränk, direkt gebrüht für echten Teegenuss, bio und vegan. Das muss ja gesund sein. Das war's von meiner Seite aus. Ich sehe das beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und ich habe jetzt so einen richtig guten Teegeschmack einfach nur. Wenn ihr esst und kotzt, das ist richtig widerlich. Aber wenn ihr trinkt und brecht, das ist irgendwie erfrischend und lebendig. Tschüss, das war's von meiner Seite aus.